Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, den Luftfilter zu tauschen und zwar nicht einfach nur so zu tauschen, was ihr natürlich auch machen könnt. Also dieses Video ist gleichzeitig für einen normalen Tausch des Ersatzfilters, Papierfilters, als auch den Tausch in diesem Fall mit dem K&N-Filter. Ich habe jetzt ja schon einiges Video gehört und gelesen und auch der Herr Mr. Do It auf diesem YouTube, nicht diesem YouTube-Kanal, sondern auf YouTube mit seinem Kanal, so rum, hat ja auch schon getestet, wie viel mehr Luftdurchfluss dadurch kommt, durch den neuen Filter. Wir werden das auch gleich sehen, der alte Filter ist natürlich wieder so mega dick und dieser hier ist sehr dünn. Das ist jetzt der Filter hier für diesen Audi A4 2,5 Liter Turbo Diesel. Ja, B6, Baujahr 2004, also Anfang 2004, der letzte 4-Facelift sozusagen und BDG-Motor, falls euch das interessiert, wie immer. Ja, das ist der neue Filter, seht, sehr dünn, aber auch von den von der Struktur her ziemlich cool. Ja, man sieht diese Waben, nenne ich sie jetzt mal. Auswaschbar mit dem speziellen Kit, also hält auf jeden Fall seine paar Jährchen. Wenn ich den jetzt drin habe, dann brauche ich erstmal die nächsten 3, 4, 5 Jahre so nichts machen. Großartig. Zwischendurch vielleicht mal ausklopfen oder so, das war's. Ja, wie tauschen wir den aus bei diesem Motor? Die Motorabdeckung brauche ich eigentlich nicht runter. Ich habe jetzt hier schon diese beiden Schrauben gelöst, um das hier, diesen Luftschacht, auszunehmen. Wie immer müsst ihr einmal gucken, das kann ich jetzt schon mittlerweile auch schon so abnehmen. Ich weiß nicht, hier sind glaube ich gefühlt alle Bauteile schon 400.000 Mal an- und abgebaut worden, rein- und rausgeschraubt worden und so weiter und so fort. Deswegen kann das immer mal sein, dass bei euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal eine Klammer ist oder nochmal eine Schraube sitzt oder sowas in der Richtung. Hier sehe ich gerade, kann ich zum einen auch mal gleich nochmal ein bisschen sauber machen und zum anderen nehme ich das Ding hier nochmal eben noch mit weg, damit man ein bisschen Platz hat. So, das ist der Luftfilterkasten und hier sehen wir auch schon den Luftfilter. Ja, sehr gut. Wie kommen wir da jetzt ran? Hier haben wir einmal so einen Stab hier, den ziehe ich hier mal raus. So, dann ist der quasi schon lose. Unten ist der nur so reingesteckt sozusagen, damit der arretiert ist. Als nächstes nehmen wir hier nochmal den Stecker runter. Jetzt werde ich hier die, ich weiß auch gar nicht, ob das nötig war, den Stecker jetzt zu ziehen. Ich habe die alles einfach mal gemacht. Ich werde jetzt hier die Schelle nochmal ein bisschen lösen. Ich gucke mal, ob ich das hier so live on the stage noch eben machen kann. So verabschiedet sie sich nämlich schon. Ich muss sie nämlich ein bisschen, kriege ich wahrscheinlich sogar nicht hin. Aber die ist schon lose. Frage ist halt, ob sie schon lose genug ist, den Schlauch hier abzuziehen. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder, weil das alles sowieso ein bisschen flutschig ist hier noch, eine zweite Hand brauchen, also zeige ich euch gleich mal eben. Also ich werde jetzt hier den Schlauch abziehen und dann werde ich mal gucken, werde ich den hier wahrscheinlich hier so hochnehmen können. Machen einen kurzen Break und da sind wir schon wieder und ich habe jetzt hier den Schlauch abgezogen. Und hier einmal ein bisschen kurz einmal dran gerissen und habe jetzt auch schon den Luftfilter, man sieht hier schon, in the hand. So. Da sind diese Pinöbels unten, die einfach nur so reingesteckt werden, damit der arretiert ist. So, und wie kommen wir jetzt bei? Wir schrauben natürlich einmal diese Schrauben hier lose. Da ist noch eine. Und dann können wir das im Prinzip eigentlich schon so nach vorne weg kippen. Das machen wir jetzt mal. So, ihr braucht natürlich ja diese Schrauben hier nur eben kurz lösen. Die schraubt ihr so zur Hälfte raus. Dann gehen die ja so ein Stück hoch. Und das war es dann schon. Also die müsst ihr nicht ganz rausdrehen. Ne? Und hier sitzt es halt einfach nur so drauf. Und dann könnt ihr, wenn ihr die lose gedreht habt, hier schon den Deckel so abnehmen. Vorsichtig beiseite legen. Ja, hier haben wir den aktuellen Filter noch. So sieht der aus. Ja, da ist auch schon ein bisschen Action drin. Den würde ich gleich jetzt mal auf jeden Fall mal gründlich sauber machen.
Hier seht ihr nochmal so den Papierfilter, der ganze Krempel, der da noch so drin ist. Dieser ist auch extra geklebt sogar noch, damit der nicht so auseinander geht. So, das ist der neue. So, seht ihr? Da ist schon ein bisschen Unterschied. Da geht auf jeden Fall mehr Luft durch als hier. Ja, die werden wir jetzt einmal sauber machen. Der kommt dann ja quasi dann gleich so wieder rein. Hier so in den Behälter. Und dann wird er wieder zugemacht. Zeige ich euch gleich mal. Ich mache das eben einmal kurz sauber. So, ich habe jetzt das einmal sauber gemacht und ja, den alten Filter. Hier sieht man nochmal so die alten Gebrauchsspuren. Er war jetzt auch ja, nicht ganz, ja, circa ein Jahr drinne. Ich kann sagen, so ungefähr 9 bis 10 Monate. Ja, das ist der neue. Aber den kennt ihr ja schon. Ich hole den sonst noch mal raus. Hab ich schon mal ein bisschen hier was verbogen. So, wie gesagt, das ist nochmal das gereinigte Teil. Und der ist auch schon so ein bisschen ölig, wie ihr seht. Ja, das ist Öl drin. Das ist übrigens 3322, also 33-2209. Das ist die Artikelnummer übrigens von KN. So, und dieser hier, ja, wird einfach auch so wieder draufgepackt. Der ist von den Seiten her gleich, ähnlich dem diesem hier, wie ihr seht, ne, von den Kanten her. Nur, dass dieser halt diese ganze Tiefe noch ausnutzt und dann ja so drauf liegt und dieser halt nicht. Der kommt dann halt wieder hier drauf. Zack. So, den setze ich jetzt eben wieder ein. Setze gleich einen Deckel drauf. Schraub den wieder zusammen. Also setze jetzt einmal hier wieder den Deckel so drauf. Schraub das eben wieder zusammen. Und dann setzen wir den Behälter, den Kasten einmal wieder in den Motorraum rein. So, der Kasten sitzt wieder. Man sieht hier auch hierdurch schon den neuen Filter. So, und die ganze Apparatur. Und hier sind nochmal diese Nupsis. Und da sind diese Teile, wo der reinkommt. Der wird dann jetzt hier wieder so reingesetzt. Also mit dem Kabel hier. So, ein bisschen dran vorbei. Dann hier mit der Schellen aufpassen. So, ich hoffe, ihr könnt das soweit verfolgen. Das ist ein bisschen Fummelei hier gerade. Wie gesagt, da unten müssen die Dinger rein. So, das sitzt soweit. Sieht auch gut aus. Ja, wenn der wieder drinnen sitzt, hier den Schlauch wieder, also Schelle natürlich, dann den Schlauch wieder drauf, Schelle wieder festziehen. Hier den Schlauch nicht vergessen. Hier sitzt, glaube ich, auch noch ein Schlauch dran. Sehe ich auch gerade. Hier sitzt, glaube ich, hier drauf. Dieser hier. Den habe ich vorne einfach so mit abgerissen. Der muss hier wieder so drauf. Und ja, dann hier wieder der Stift rein. Das, wie gesagt, zu. Den Stecker noch eben hier mit rein wieder für ein Luftmassenmesser. Und dann hier vorne den Luftkanal wieder dran bauen. Und das war es dann auch schon. Dann habt ihr den Filter getauscht, sei es jetzt der originale oder halt der von KN.